Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Oliver und heute gibt es mal 3 Top-Tipps für alle, die sich einen Slider gekauft haben und jetzt ruckelfreies, schönes Footage produzieren wollen. Es geht auch schon los. Tipp Nummer 1, wenn ihr einen Slider bedient, solltet ihr den Wagen einfach schieben und nicht ziehen. Das bedeutet, wenn ihr den Wagen zieht, dann ist der Oberarm noch mit involviert und das Ganze wird dann relativ anstrengend. Deswegen, wenn ihr Neuansteiger seid, setzt euch ganz bequem an den Slider hin und dann schiebt ihr einfach den Wagen, der Oberarm hängt bequem runter und das Ganze ist mehr Handarbeit und sehr viel ergonomischer. Und Tipp Nummer 2, das passt gut dabei, ihr solltet auf gar keinen Fall das Display der Kamera anschauen oder das Objekt, das er filmt, sondern schaut ganz profan auf den Schlitten und auf die Schiene. Dann habt ihr nämlich direkt ein Feedback, also ihr schiebt und seht gleichzeitig, wie schnell der Wagen ist, dann habt ihr so eine Feedbackschleife und können dann richtig schön die Kraft der Hand dosieren. Und was noch dazu gehört, das ist Tipp 3, wenn ihr am Schieben seid, solltet ihr 1 oder 2 Finger der Hand auf die Schiene legen und dann habt ihr quasi diese Feedbackschleife noch um den Tastsinn erweitert und dadurch ist das Ganze richtig schön ergonomisch und richtig einfach, ruckelfreies, tolles Footage zu produzieren. Und ihr könnt mir glauben, wenn ihr diese 3 Tipps beherzigt, habt ihr in Windeseile ein Erfolgserlebnis und seid motiviert, hier weiterzuarbeiten und Material zu produzieren. Das waren meine 3 Tipps. Weitere Tipps sind noch, möglichst vorher kein Koffein zu trinken und wenn ihr am Sliden seid, flach atmen bzw. vielleicht auch mal einen Moment die Luft anzuhalten. Wenn ihr was damit anfangen könnt, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und tschüss bis zum nächsten Video.